Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge sind wir Dankeschön, Elvin. In der letzten Folge sind wir in Sheraldon angekommen, nachdem wir von diesem dicken Schrank aus Hammel verfolgt worden sind. Ja. Been anywhere like this before. Hey, there's too many people and it's super noisy. So, das ist das, was ich gesucht habe. Einen verdammten Shop. So, jetzt werden wir erstmal ja den Rüstungsladen kurz aufballern. Und nur kurz, wie gesagt, da mache ich alles auf Screen. Eisenschutz, Halbschutz, okay. So, dann kaufen wir erstmal hier dicke neue Sachen. So, bis jetzt hat hier jeder Charakter eine eigene Ausrüstungssorte und sie hat schon ein aktuelles, ist ja super. Ja, so hätte ich den Laden eigentlich auch hochballern können, aber naja. So, was haben wir denn noch hier? Kann ich irgendwo sehen, was die gerade ausgerüstet haben? Lass mich mal kurz gucken. Du hast Helm, Bronzereif und Bänder. Okay. Ja, ich will schon die Ausrüstung so behalten, wie sie sind. Geht das schon hier? Okay. Hey, ey! Mann! So, du bekommst solche Magierhüte, ne? Gott, ich hoffe, er hat reich mit dem Geld. Verteidigung ist mir hier ehrlich gesagt wichtiger. So, du hast schon den aktuellsten Helm. Du bekommst noch den Kopfschmuck. Alles klar, jetzt habe ich nur 3200 für... Naja, für Waffen. Ich muss schon mal aufleveln. Zack. Donnerfaust. Boah, nicht nur hier Faustsachen. Objektschnapper. Geil. Und was haben wir hier? 3200. Ey, willst du mich? So, königliche Klinge. Aber er ist der einzige, der nicht die aktuellste Waffe hat. Das darf nicht wahr sein. Ich will mir auch mal Accessoires und so kaufen. Keule. Jo. Ey, Keule. Und direkt ausrüsten, ja. Obwohl ich sehe gerade, das gibt so viele Bonusse. Deswegen level wart hier ein bisschen weiter auf. Eine Zweifachschneidung, Mystical Schwert oder... Verdammt. Verdammt, 500 hätte ich gespart, Mann. Fuck. Muss mal gucken, ob ich einige Sachen verkaufen kann. Was gibt's denn hier alles? Nichts Besonderes. Krieger-Emblem. Ja. Na gut, beim nächsten Mal. Hoffentlich. So, Quests. Hier gibt's auch... Du, mein Gott, hier gibt's so viele Quests. Ich liebe es. Verdammt, sie haben sich schon wieder meine Lieferungen geschnappt. Meine Lieferung durch die Militärkontrolle zu kriegen ist schon schwer genug. Ich kann mich nicht auch noch mit Überfällen von Monstern herumschlagen. Ich wünschte, jemand würde die Höhenstraße von den Monstern befreien, aber wer würde so ein Unterfangen auf sich nehmen? Ja, wir natürlich. Ihr werdet es tun, das ist großartig. Ich habe gehört, die Monster hausen im nördlichen Teil der Sapstra-Höhenstraße. Viel Glück und falls ihr getötet werdet, solltet ihr wissen, dass ich für eure Beerdigung nicht aufkommen kann. Ja, danke. Fand ich sehr nett. So, sprechen. Hm. Hey, seid ihr? Hm, können wir dir helfen? Ach nichts. Wenn du etwas zu sagen hast, dann sollst du es laut und deutlich tun. Ihr, Ruf. Ich kann dich nicht hören, du musst deutlich sprechen. Warte mal, vielleicht ist der... Gut.
Ihr seht aus wie die Verbrecher auf den Fahndungsplakaten. Nein! Das hatte ich befürchtet. Hast du uns von diesen furchtbaren Plakaten wiedererkannt? Ich kann es nicht glauben. Reg dich später darüber auf. Lauf! Okay, ey. Knochen, okay. Irgendwas Knochen. So, was? Wir sind wieder hier. Was soll das? Können wir jetzt nicht mehr zu denen hin oder was? Das ist ein kleiner Junge, den machen wir fertig. Nur so nebenbei. Nicht, dass ich das machen würde. Er ist weg. Gut so. Irgendwann Speicherung, was ist das? Ach, das war okay, ja. So. Oh. Was ist das da? Okay, eine Taverne. Können wir die uns überhaupt leisten? Das war eine berechtigte Frage. 45 Gold? Nee, können wir nicht. Solange ich nicht irgendwo ein bisschen Gold finde. Oh, das sind drei Quests. Oder nur eine. In einen ganzen Haufen. Did you come here from Azul? We did. We came in through Sapstrath Sea Haven. Well, good on you for making it all this way. I bet going through that checkpoint wasn't much fun. It wasn't that bad. We used to be able to trade with Azul freely. But now, with all these new regulations, it's almost impossible to do business. I've heard things are getting weird at Fort Gandala, too. I hear they're working on some kind of big-time spirit art. You think it's for war? It could well be. Between Rashagal and Azul? But why? I'm sure you've seen how the King of Rashagal has been consolidating power around himself. While on the other hand, the King of Azul is some great hero who united all of the tribes by force. Two strong rulers in two neighboring countries. It's only natural they'd start bumping against each other. There have been skirmishes, but we haven't had open war since the Battle of Fezabel 20 years ago. Hey, this could be the business opportunity of a lifetime. I'm sure it's possible. Well, but the people who got greedy during the last war were the first ones to die. Yeah, you're right. These new inspections have been pretty devastating to our business already. Hey, don't let it get you down. War isn't a certainty yet. War, huh? Ach, das ist ein japanisches Rollenspiel, da kommen oft Krieg vor. So. Im Süden der Stadt, hat sie gesagt. Ja, okay, das sieht schon so aus. Thalys Höhenstraße. Wir könnten ja schnell versuchen. Hier, was ist das denn? Ach, eine Taube. Wir könnten ja mal versuchen, kann ich zum Aladi-Hafen? Da können wir ja mal gucken, was es mit diesem Puppenverkäufer hat, auf sich hat. Dann haben wir vielleicht ein bisschen Geld, dann könnte ich auch da übernachten. Wenn wir schon dabei sind, ne? Das Ziel des Spielzeugverkäufers. Didn't someone say the peddler who sells talking stuffed animals went to the Aladi Sea Haven? That's right! Oh yeah. Maybe we should ask the Sea Haven merchants if they've seen him. Zum Glück sind wir den ganzen Weg nochmal jetzt zurückgelatscht. So, wo ist hier der Verkäufer? Von den Puppen. Ich dachte, er wäre es. Da war eine zwielichtige Gestalt. Ich hatte gedacht, er wäre es. Aber nein. Hallo. Und. Oh, hier sieht's doch wichtig aus. Und da habe ich doch schon gesehen. Illegale Tippo-Puppen. Hello, my name is Hoppo. Will you all be my friends? Wow. How are you doing that? Is that ventriloquism? Not at all. As you can see, we can talk at the same time. Wow. That's amazing. I want one. Mommy, I want one too. I'm sorry, we can't. It's just too expensive. Don't say that. Go on and buy me. I'll get you a discount. Hey, you're not authorized to do that. But I guess it's too late to take it back now.
All right, everyone. I'll be selling the dolls at a special price. Today only. Oh, really? Then maybe I will take one. Over here. I'll take two. Thank you. I think I'll get one, too. Mein Gott, die sprechen ja noch oft synchroner als Tipo selber. I'm not so sure about this. Let's wait and see what happens. Ja. Not a bad tally for the day. Come on, the boat's leaving soon. Yeah, you'll probably want to get on board before those people find out you duped them. Oh mein Gott! What do you mean? Leute müssen wirklich lernen, leiser zu sprechen. Record the script ahead of time, so you can play it back and reel in your customers. Simple and effective, and also quite underhanded. But that means they're not really my family. Hey, they still make sound. We're not duping anybody. Spoken like a true con man. We know Ekkor can only be used once, and that it loses its sound in a few hours. So what if it does? Does it make you feel heroic to hassle merchants over stupid trifles like this? Stupid trifles? Those kids trusted you, and you cheated them. Even Elise. It's okay. Please, just stop! Elise. I'm sorry. No, I'm just glad you cared that much about me. Everyone? Thank you for trying to find my family. Don't worry about it. That's what friends are for. That's so nice. And so unlike you. It wasn't all bad. I was happy to see how much everyone wanted dolls like Tipo. It just goes to show how cute he really is. Great point! Well... Yeah. Yeah, that must be it. Erlangt Echo R. Okay. Habe ich die Mission jetzt erledigt? Was ist das hier? Suche einen Giftstachel. Ach so, ja. Fortsetzung voll. Okay, ich denke mal, das war's dann alles, oder? Ach ja, ein Paket soll ich auch noch abliefern. Na gut. Aber ich hätte eher Geld bekommen. Geld! Geld! Ich brauche Geld, Mann! Ich muss auch von irgendwas leben, hallo? Na gut. Ich habe mir so ein blödes Erz bekommen. Wahrscheinlich... voll die Läden upgradet, aber mir im Moment nichts bringt. So, Gasthaus. Ich hoffe, das ist jetzt nur so ein Gespräch von einer Minute oder so. Boah, wie die Tauben ja einfach eiskalt da bleiben. So. Sonderlieferung. Bekommst du das Paket? Nicht noch so eins. Meine Eltern schicken mir das ständig. Das sind Bewerbungsmappen von Männern, die mich heiraten wollen. Ich sage ihnen immer wieder, dass ich noch nicht heiraten will, aber sie wollen unbedingt Einzelkinder haben. Aber das ist natürlich nicht euer Problem. Danke, danke dafür, dass ihr euch Zeit genommen habt, mir das zu bringen. Kein Ding. Ohne Sonnenbrille. Ja, geil. Warte mal, das will ich nochmal sehen. Yeah! Das ist doch mal geil. Okay. Ja, hat doch perfekt gepasst. Und 2600 Gold. Yes. Schön. Gut. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Hat ja alles wunderbar geklappt. Und ich wette, wenn ich die Aufnahme beende oder kurz bevor ich sie beende, kommt noch ein Skit. Also haltet die Augen offen. Ich halte sie auch. Ich werde noch... ich werde gar nichts mehr machen. Und ja. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Schlaf gut. Oder hab noch einen schönen Tag. Oder was weiß ich. Ciao.